Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu hoffentlich unserem Fluchtversuch, Alter. Wo wir das Ding heute ausnutzen wollen, oder benutzen wollen, in der Hoffnung, dass wir hiermit dann, damit da durchkommen. Dem scheint nicht so zu sein. Doch, 88%. Aber wie viele davon brauche ich? Moment, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche zumindest davon noch eine zweite Spitzhacke. Aber wir haben tatsächlich irgendwas, was funktioniert. Wir sind hier in der Regel unbeobachtet und wir haben die Möglichkeit, hier jederzeit quasi, da kommt ein Polizist an. Ich gehe dann mal besser. Ich darf ja hier sein. Der geht sich das jetzt nicht angucken. Meine Spitzhacke ist jetzt weg. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Spitzhacke. Das heißt, leider auch noch einen zweiten Holzdildo. Aber das müssen wir dann schauen, wie wir das hinkriegen. Während wir dann aber in der Zwischenzeit natürlich auch noch haufenweise neue von diesen wunderbaren Quests hier aktiv haben. Das können wir natürlich nebenbei auch noch versuchen. Tschö. Darf ich hier rein? Ich darf hier rein. Darf ich dich wecken? Schläft da, aber kriegt trotzdem natürlich dann ihre, was auch immer ich ihr gerade gegeben habe. Wir nehmen das dann wohl einfach mal so. Eine Harmonika, sagst du, ja, die finden wir dann. Das ist ein niedliches Spiel immer noch. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass das ein zeitintensives Spiel ist, aber es ist auch mal was, wo das halt, das hatten wir letzte Episode schon, wo es dann halt wirklich zu passt. Also es passt dazu, dass man sich diese Zeit nehmen muss, weil wir sind nun mal Gefängnisinsasse und da ist nun mal manchmal, also da ist nun mal nicht alles irgendwie eitel Sonnenschein. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja auf dem Weg. da wollen wir jetzt hin. Also ich empfinde es wirklich so, dass das... Ach, der Typ ist über mir, okay. Ich empfinde es wirklich so, dass das passt. Und das ist cool, weil... Wie viele Spiele hast du, wo wirklich Zeit... Ich nenne es jetzt mal Zeit verschwenden. Einfach wirklich in den Spielablauf passt. Ich empfinde das so, dass man das recht selten hat. Du bist gerade am Putzen, bitteschön. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben jetzt 95. Das heißt, wir könnten uns sogar theoretisch noch eine zweite... Dingsbums Dildo Dings da kaufen. Was allerdings da noch fehlt, ist, soweit ich weiß, ein zweiter Dingsbums. Wir brauchen, glaube ich, noch einen. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Brechstange und wir brauchen dazu, glaube ich, auch noch Tesafilm. Tesafilm ist zwar wahrscheinlich das kleinste Problem, weil ich meine, davon haben wir sogar noch was. Der hat hier keine Brechstangen, das heißt, ich spare mir mein Geld mal besser für den Moment. Hier kriegen wir dann jetzt noch eine Sache. Moment, stopp, nein. Oh. Ja, was? Das war doch hier gerade markiert als Quest. Das war doch gerade eben hier als Quest markiert. Aber ist egal, wir haben jetzt sowieso keine Zeit mehr. Was ist jetzt? Kommt jetzt direkt Abend irgendwie? Oder müssen wir noch Abend essen? Ich habe keine Ahnung mehr. Mir wurde übrigens auch gesagt. Ach, so ein Appell, stimmt. Es wurde auch gesagt, dass es ja möglich ist, im Prinzip, wenn Mittagszeit ist, einmal kurz in den Raum reinzugehen und dann wieder abzuhauen. Ja, allerdings darf man dann nicht erwischt werden, wenn ich das richtig verstehe, darf man dann nicht erwischt werden, nachdem man abgehauen ist. Also immer, wenn diese Sachen sind, der Appell, das Abendessen, die Arbeitszeit, darf man dann, wenn man den Raum betreten hat, darf man theoretisch wieder gehen, aber man darf dann nicht bei irgendwas anderem erwischt werden. Also das, wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht man das dann in der Regel in der Freizeit. Und das ist vermutlich auch das, woran wir uns halten werden, weil das ist das, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Und da muss man ja dann quasi, weißt du, vorsichtig sein, so als Gefängnisinsasse. Man muss sich das mal vorstellen. Ist das wirklich so? Machen die jeden Tag zweimal eine volle Stunde Appell? Das würde mich rasend machen. Und dann wundern die Leute sich, wenn man im Gefängnis aggressiv wird. Also wenn die ganze Zeit... Moment. Wie das? Nee, wir sind Clive, ne? Oder Cliff, wie auch immer. Das würde mich allein schon rasend genug machen. Ja, die Hauptsache in Rot zurück zur Zelle. Ich bin ja schon am Sprinten, Alter. Bin mal gespannt, was dann die nächsten Tage für neue Quests und für neue Shops und so weiter mit sich bringen, weil das, wenn ich das richtig verstehe, wird das ja dann einmal am Tag quasi durcheinander geworfen. Weil die jetzt ihre Quests ja auch weiterhin hat. Vielleicht bekommen dann die neue, die wir vorher erledigt haben. Also das wäre natürlich dann auch schon mal so eine Sache, die ziemlich cool wäre. Was willst du von mir? Malutensilien, Toilette runterspielen, wo offenbar neidisch auf meine Künste, könntest du mir neue finden. Naja, das machen wir natürlich gerne. Sachen finden. Das ist im Grunde genommen das, was ich am liebsten mache, weil es relativ einfach ist. Einfach Sachen finden gehen. Eine Brechstange. Ich glaube, wir brauchen die. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Kann mal kurz nachgucken. Für die Spitzhacke. Brauchen wir eine Brechstange, ein Holzdildo und das Klebeband. Ich meine, Klebeband haben wir noch. Das heißt, der hat sogar direkt beides. Shit. Ich glaube, das Ding ist seltener als die Brechstange. Deswegen nehmen wir erstmal das hier. Und wenn wir dann gleich gearbeitet haben und noch die eine oder andere Quest zu Ende gebracht haben, weil ich habe ja, glaube ich, noch eine aktiv, die ich nur wegbringen muss. Das Klebeband, genau. Wenn wir das dann jetzt auch noch weggebracht haben, dann haben wir ja im Prinzip vermutlich sogar genug Geld oder wieder genug Geld auch, um die Dingsbums dann auch noch zu kaufen, um die Brechstange dann auch noch zu kaufen. Ist aber lustig dann so, erstmal ist es fantastisch, was für Sachen hier quasi neben einen oder um einen rum passieren.
die man dann im Prinzip überhaupt nicht wahrnimmt, weil so viele Sachen, die hier gleichzeitig passieren, kann ich gar nicht wahrnehmen, also ich persönlich für meinen Teil. Und dazu noch das, welche ist das jetzt? Wer will die Quest-Dings machen? Ist das die auf dem Boden liegt? Oder du? Ist es die auf dem Boden liegt? Fantastisch. Moment, ist es die hier? Gib mir mein Geld. Dankeschön. Also, dass wir dann... So viele Sachen. Wir haben endlich einen Plan. Das ist fantastisch. Ich habe lange darauf gewartet, dass wir einen Plan haben in diesem Spiel. Und jetzt haben wir einen und es ist richtig gut. Die Frage wäre natürlich dann nur, was dann passiert, wenn wir denn wirklich mal so weit sind, dass wir... Ich muss das komische Radio dann auch wegbringen. Was passiert, wenn wir da unten drin sind? Was wir dann noch brauchen, das ist die Frage. Doch zunächst... Jetzt bringen wir erstmal das... Moment, habe ich noch irgendwas aktiv? Ich habe das noch aktiv. Klopapierrolle für Dan TM. Das kriegen wir mit Sicherheit hin. Und dazu dann noch das andere Dingsbums. Und dann müssen wir danach hier arbeiten. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir wahrscheinlich genug Geld, um die Sachen zu kaufen. Die fehlenden, wenn wir das nicht jetzt sogar schon haben bald. Und dann... dann sind wir zumindest schon mal... Dann sind wir zumindest schon mal auf dem Weg nach unten. Den muss ich jetzt direkt hier nebenan reinbringen. Das ist ja interessant. Also musst du die hier links raus... Weil das konnte er nicht selbst machen, oder was? Wie, was mache ich da drin? Sachen abliefern, was denn sonst? Ist ja alles easy. Muss man nicht direkt rumzogen. Ja, du hast nichts zu suchen. Ach Moment, hat der mich jetzt gemeint? Der hat auch mich gemeint, oder? Ich glaube, der hat auch mich gemeint. Moment, hat das jetzt nicht gereicht? Habe ich da jetzt was Falsches reingetan? Ich habe da was... Shit, was habe ich da Falsches reingetan? Die Klopapierrolle. Die willst du doch haben. Was willst du denn von mir? Ach, ich muss die ihm geben, anstatt das da reinzutun. Ja, dann sagt er doch gleich. Also steht neben mir und guckt so, wie ich das da reinlege, sagt aber nicht. Das ist ein unfreundlicher Vogel. Ein Künstlerpinsel für Gabe, ja. Es wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, was mich jetzt mal so interessiert für die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, war es da auch so? Ich denke, also soweit ich weiß, hat man da überhaupt keine Minimap gehabt. Das heißt, dass man da die Sachen so krass angezeigt bekommen hat, halte ich aus dem Steger für unwahrscheinlich. Und ich glaube, das wäre sogar fast cooler. Wenn das nicht immer so wäre, dass man ein bestimmtes Item suchen muss, sondern das hatte ich ja schon mal, dass man, wenn man ein Item findet, das diesem gleicht, das dann auch nutzen kann. Also das finde ich sehr, sehr cool. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben jetzt erst 50. Ich glaube, für das Ding brauchen wir 60, wenn mich nicht alles täuscht. Gute Waffen habe ich keine, die werde ich dir auch nicht geben. Wir versuchen uns mal nicht die... Das ist sehr, sehr interessant, dass man im Prinzip auch die Möglichkeit hat, sich gar nicht die Finger schmutzig zu machen. Ich mache ja, also abgesehen... Oh, Moment, das bräuchte ich für eine starke Dings. Für eine starke Spitzhacke. Vielleicht wäre das klug, direkt eine starke Spitzhacke zu machen, ne? Vielleicht wäre das klug, aber wir versuchen es nochmal mit einer schwachen, weil da sind wir auf jeden Fall schon mal da unten drin und das wäre fantastisch. Du stehst sehr verdächtig hier unten in der Dusche. Du, was hast du mir so anzubieten? Ein Band? Eine Band ohne Instrumente, ein Band. Wir sind quasi die Band vom Band. Das ist das, was wir sind. Also quasi wie jeder andere Playback-Künstler auf diesem Planeten ebenso. Sprich, im Prinzip der komplette Fernsehgarten. Aber das auch dazu. Das ist doch eine Veranstaltung, wo ich auch... Also im Prinzip würde ich da ganz gerne mal beiwohnen. Weil das... Für mich persönlich ist das ohne Scheiß wie aus einer anderen Welt. Das sind komplett andere Menschen. Was hast du so im Angebot? Eine Brechstange brauche ich. Ja, eine Brechstange brauche ich. So. Und das heißt, wir können in der nächsten... Scheiße, es ist direkt Mittagszeit. Aber wir können unsere Spitzhacke, glaube ich, schon mal bauen. Tube mit Talg... Talkumpuder für mich. Ja, ja, komm, machen wir schon. Solange ich sie nicht irgendwo anders klauen muss, wobei man die Sidequests auch jederzeit abbrechen kann. Ich war anfangs etwas zögerlich mit den Sidequests, weil ich persönlich dachte... Ich möchte gerne die Waffe nicht ausgewählt haben. Weil ich persönlich dachte, dass im Prinzip das negative Folgen hat, wenn ich irgendwas abbreche beispielsweise. Das ist aber gar nicht so. Das interessiert überhaupt keinen. Er will ein Medkit haben, dann suchen wir ihm natürlich im Zweifel auch noch. Das heißt, es gibt keinen Grund, Moss feuern zu lassen, möchte ich nicht. Es gibt keinen Grund, solche Quests nicht anzunehmen. Kann ich jetzt wirklich gehen? Ich kann tatsächlich gehen. Das interessiert ja auch gerade keinen. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass mich keiner erwischt. Das ist, gib dir gleich Frechdachs. Entschuldigung mal bitte, ich bin der bravste aller Braven. Gucken wir, ob wir noch Tesafilm haben. Wir haben natürlich keinen Tesafilm. Damn, son! Aber wo wir gerade schon mal hier sind, können wir natürlich dann jetzt auch, bevor wir jetzt hochgehen, beziehungsweise ja oben links hingehen zur Arbeitszeit, können wir natürlich dann jetzt das Medkit auch mal eben mitnehmen. Für die Quest, die dann auf uns wartet. So, durch das Arbeiten kriegen wir dann jetzt gleich ein kleines bisschen Geld. Wenn ich mit dem Arbeiten fertig bin, also mein Arbeitspensum da erzielt habe, dann darf ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, darf ich sogar legal gehen. Weil ich habe das mal getestet und im Prinzip war es dann so, dass zumindest die Leute sich die beschwert haben, wenn sie mich gesehen haben. Also bin ich davon ausgegangen, dass das so okay ist. Allerdings bin ich mir da auch nicht so ganz sicher. Wir werden es allerdings natürlich gleich testen.
klar. Als würde ich die Füße hier stillhalten können. Wo kämen wir denn da hin? Das ist ja Wahnsinn. So, unser Arbeitssoll ist jetzt grün. Dann können wir jetzt, glaube ich, rausgehen. Ich weiß nicht, was hier schon wieder passiert. Irgendwer hat sich scheinbar mal wieder geklopft. Was hast du für eine schöne Quest für mich? Ich werde nichts fertigen. Siehst du, der Polizist sagt mir jetzt nichts. Mein Arbeitspensum ist voll. Ich scheine jetzt hier durch die Gegend laufen zu dürfen. Sogar ganz legal und ganz vernünftig und ganz fantastisch. Was natürlich großartig ist, die beiden sagen ebenfalls nichts. Das ist fantastisch. Das heißt, wenn man sich da beeilt, kann man dann durch die Gegend rennen. Da unten ist ein Katzenlogo auf der Minimap gerade gewesen. Ich möchte auch eine Katze haben in dem Spiel. So, du bekommst jetzt ein Medikit, wolltest du, glaube ich, von mir haben. Oder eine Krankheitsmeldung. Wir haben jetzt trotzdem nur 10 Dollar. Nicht so prickeln, du Arsch. Dieser Film kostet 60. Das heißt, wir brauchen noch 15 Dollar von oder durch irgendwas. Ich merke gerade, dass ich vergleichsweise recht schnell laufe. Liegt das jetzt daran, dass die gerade was alle in der Hand hatten? Oder liegt das daran, dass mein Fitnesswert mittlerweile hoch ist? Das wäre natürlich dann auch schon wieder ein sehr, sehr großer und wichtiger, triftiger Grund, diesen Fitnesswert zu trainieren, wenn der dafür sorgt, dass ich schneller renne als nicht nur die Leute, sondern dann ja irgendwann wahrscheinlich auch die Polizisten. Also das ist dann so eine Sache, dass man das nebenbei auch noch trainiert. Soll ich deinen Rücken schrubben? Würdest du das für mich tun, Schnuckiputz? Würdest du das für mich tun? Bleib unten, sagt der andere Typ. Aha. Was ist, wenn wir jetzt sowas Simples wie Tesafilm einfach in irgendeiner von den Kisten finden? Was, das wäre jetzt das Allerfantastischste. Wenn mich davon jetzt auch keiner abhalten würde, es wäre großartig. Und wenn ich jetzt einfach irgendwo, da war eine Geige. Ach, die Moment, die brauche ich wahrscheinlich für irgendeine Quest. Ja, wenn das gerade schon mal hier sowieso neben mir ist, kann man das natürlich auch direkt mitnehmen. Ich gerade schon mal hier stehe, kann ich auch meine komischen Klamotten hier wieder reinpacken, die sowieso nur Platz wegnehmen, wenn man gerade nicht am Arbeiten ist. Jetzt fängt dann direkt die Freizeit an. Das heißt, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil jetzt haben wir dann, eigentlich ist ja jetzt dann auch direkt geplant, dass wir sowohl die Schaufel fertig kriegen, als auch dann direkt bestenfalls irgendwie da unten reinkommen. Das wäre jetzt das Perfekte. Irgendwie kurz hoffen, dass wir genug Zeit haben, die Sachen jetzt wegzubringen für die Quests und dann irgendwo Tesafilm finden oder schnell kaufen können. Das ist die, die am schnellsten läuft. Das müsste die... Nein, jetzt hau die doch nicht ausgerechnet die um. Jetzt hau nicht ausgerechnet die um. Das gibt's ja gar nicht. Nimm! Nein, die versaut mir gerade alles. Dadurch, dass die sich jetzt hat verprügeln lassen, ist alles jetzt im Bach untergegangen. Wo ist die andere Quest-Tante? Hoffentlich hier irgendwo in der Nähe. Hast du Tesafilm? Aber ich habe jetzt eh kein Geld für Tesafilm. Du hast Tesafilm, aber ich kann es mir nicht leisten. Es ist schrecklich. Ich könnte alles schaffen. Du, komm hier. Bevor du dich wieder auf die Fresse Dingsbumsen. Hat die mir genug gegeben? Die hat mir genug gegeben. Wo ist jetzt die Tesafilm-Tante? Wo ist die Tesafilm-Tante? Gib mir die Tesafilm-Tante. Da ist die Tesafilm-Tante. Da ist sie. Komm. So, pass mal auf. Wir kaufen das jetzt. Dann werden wir fertigen. Das Ding hier. Keine Sau wird's merken. Dann werden wir das Ding nämlich ausrüsten. Das Ding jetzt ausrüsten. Ich hoffe, das ist nicht schon direkt strafbar, wenn man so ein Ding überhaupt in der Hand hat. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht so ist. Und jetzt. Das Loch ist immer noch auf. Das hat noch keiner gemerkt. Yes. Komm, pass auf. Wie war das jetzt nochmal? Viereck? So, pass auf. Jetzt. So, noch zweimal machen. Noch zweimal. Komm, pass auf. Jetzt können wir da rein. Wir haben ein Loch, Mann. Wir haben ein Loch. Wir haben einen Ausweg gefunden. Geh rein. X. Und nun? Nutze mit angelegter Schaufel. Oh nein. Ich muss... Oh nein. Wie lange soll das denn dauern? Ich habe nur... Das Ding ist kaputt. Ich habe gedacht, ich hätte so viel erreicht. Das müssen wir... Wahrscheinlich... Es kann natürlich sein, dass das einfach das falsche Instrument ist, dass wir dafür jetzt im Prinzip eine Schaufel brauchen. Was brauchen wir denn für eine Schaufel? Das heißt, wir haben dann jetzt im Prinzip, dadurch, dass wir den Boden jetzt schon mal haben, offen, brauchen wir jetzt dann das andere Dingsbums. Da brauchen wir wieder ein Holzdildo für Tesafilm. Und was auch immer das da ist, irgendein Metallding. Die Frage ist natürlich jetzt auch, ob die Gefängniswärter das irgendwann rausfinden, dass wir das da getan haben. Das heißt aber, wir haben auf jeden Fall jetzt direkt schon wieder ein neues Ziel. Oder die große Hoffnung, dass wir irgendwo so eine Metallplatte finden. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal an so einer Metallplatte vorbeigelaufen. Wahrscheinlich ist das der Fall. Nein, wie gern hätte ich sie jetzt? Das ist ein Stück Papier, ich brauche es nicht. Ich brauche Tesafilm, eine Metallplatte und ein Holzdildo. Also auf jeden Fall schon mal Tesafilm. Wer muss schon Geld ausgeben, wenn er das auch einfach klauen kann? Das ist ja total Quatsch. Ist ja alles total... Das würden wir nie tun. Wir sind brave kleine Kinder. Was für ein Clown? Wir leihen ja nur, wie zum Beispiel dieses Tesafilm da scheinbar auch. Und geben es natürlich dann brav zurück, wenn wir alle dann irgendwann mal raus sind und so... Nee, danke. War eigentlich nicht so gedacht. Wenn wir dann alle mal raus sind, dann kriegen die ihr Tesafilm natürlich zurück. Also so ehrlich sind wir dann natürlich schon. Das ist nicht das, was ich brauche. Braucht man nie irgendwer Holzdildos? Kann mir mal bitte irgendwer erklären, warum keiner im Gefängnis Holzdildos... Wo, wenn nicht im Gefängnis, würde man Holzdildos nutzen? Ja, ich habe keinen Holzdildo mehr gefunden und auch keine Metallplatte mehr gefunden. Das ist schade. Aber damit haben wir natürlich jetzt ein ziemlich klares Ziel. Ja, schrei mich nie direkt so an. Wir haben natürlich jetzt ein ziemlich klares Ziel für den Ausbruch. Das reicht nicht ganz.
Aber ist egal. Wir haben im Prinzip, im Zweifel fehlt ja nur Geld. Hier hat aber auch keiner eine Holzplatte irgendwie zu verkaufen. Das heißt, wahrscheinlich gerade nicht mehr Angebot. Aber wir haben einen Plan. Wir brauchen jetzt nur noch eine Schaufel. Und dann können wir aus diesem Ding da eventuell ausbrechen. Vielleicht machen wir direkt sogar eine stärkere Schaufel. Vielleicht mache ich das offscreen und da gucken wir mal, was passiert. Meine Damen und Herren, dafür bitte erstmal den Like mal kaputt kloppen und so in den Kommentaren. Was werden wir quasi unten unter dieser Erde finden? Wie lange werden wir noch brauchen, um auszudingsen? Schaffen wir das in der nächsten Episode? Und was zur Hölle wollen die eigentlich alle von mir? Ich will doch nur ausbrechen. Also eigentlich, ich bin ja brav. Ich bin ganz, ganz brav. Und auch scharf. Tja, vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, ich mach das hier gerade blind. Tschüss.